Nachdem wir das iPhone 14 Pro ausgepackt haben und uns einen ersten Eindruck verschafft haben, konnte ich dieses Gerät nun auf Herz und Nieren prüfen. Und ich habe mir ein paar wirklich wichtige Sachen rausgesucht, die ich euch in diesem Video zeigen möchte. Natürlich gehen wir auch auf alles Neues ein und ich stelle euch das Ding mal ein bisschen aus der Nähe vor. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute wollen wir uns das iPhone 14 Pro mal aus der Nähe anschauen und ich habe mir ein bisschen was rausgesucht, was ich euch näher bringen möchte. Unter anderem die neue Kamera, die ihr hier hinten schon seht und die verdammt dick ist. Also das muss man gleich mal festhalten. Wir reden über die Dynamic Island, also um quasi das, was Apple vorne auf dem Display erneuert hat und was sie auch gut genutzt haben, meiner Meinung nach. Wir reden über die Performance, über den neuen Chip. Wir reden über die Speichergrößen, die sind gleich geblieben. Wir fangen also bei 128 GB an und gehen bis 1 TB hoch. Und wenn man bedenkt, dass das Ganze hier ProRes und 48 Megapixel in einer Kamera hat, dann weiß man, dass man Speicher vielleicht eventuell im Hinterkopf behalten sollte, denn ein 48 Megapixel RAW-Bild hat mittlerweile 75 Megabyte an Speichergröße. Und wenn man da 1000 von macht, naja, da brauchen wir uns nicht unterhalten, dann wird das Ganze natürlich auch mal mit dem Speicher knapp. Vor- und Nachteile von dem Handy habe ich mir meiner Meinung nach gut rausgesucht. Deshalb möchte ich euch heute auch da so ein bisschen auf die Nachteile hinweisen. Denn es gibt auch Nachteile bei dem iPhone 14 Pro. Und der erste Nachteil, über den wir so locker sprechen können, das ist der Preis. Denn wenn man mal bedenkt, dass das Ganze zwischen 150 und 200 Euro teurer ist als zum letzten Jahr, dann fragt man sich ernsthaft, wo will Apple eigentlich noch hin mit den Preisen? Es ist fast utopisch und ich muss ganz ehrlich gestehen, da ich mir das Handy wieder selber gekauft habe und wie ich ja jedes Jahr versuche, euch das auch nahezulegen, ob der Umstieg Sinn macht oder nicht, würde ich schon mal in diesem Jahr behaupten, es ist zu teuer. Es ist meiner Meinung nach zu teuer. Tolle neue Features, tolle Innovation, aber der Preis, den hätte Apple besser machen sollen. Kommen wir mal als ersten Punkt zu den Abmaßen von dem iPhone 14 Pro. Es ist größer als das iPhone 13 Pro. Wenn es auch nur minimalistisch ist, aber es ist größer, es ist auch ein bisschen dicker und die Kamera steht weiter raus. Was bedeutet das für euch, alle diejenigen, die jetzt wirklich wechseln wollen vom iPhone 13 Pro zum iPhone 14 Pro, haben das Problem, dass ihre Cases, ihre Handyhüllen leider nicht mehr passen. Das ist so, auch ich musste neue Hüllen kaufen. Ich habe da mich für mehrere Hersteller entschieden, unter anderem Toras und auch Toro. Diese beiden Handyhüllen, die favorisiere ich schon seit Jahren und von daher habe ich auch hier wieder diese Hüllen gewählt. Ich finde die ganz, ganz gut und in einem weiteren Video schauen wir uns auch noch die Toro-Lederhüllen an. Die habe ich mir jetzt auch noch gekauft und teste die gerade. Auch die sind wieder dieses Jahr sehr, sehr gut. Aber trotz alledem müsst ihr leider neue Hüllen kaufen. Finde ich natürlich ein bisschen schade, dass Apple da das iPhone größer machen musste. Ja, und kommen wir mal im Schnelldurchlauf auch zum Display. Hier hat Apple ein 6,1 Zoll OLED-Display, ein Super Retina XDR-Display verbaut. Das hat eine super Auflösung, da gibt es nichts zu meckern. Was ist neu an dem Display? Wir haben wieder die 120 Hertz, das ist nicht neu. Aber wir haben diesmal 2000 Nits bei direkter Sonneneinstrahlung. Und das habe ich im Freien getestet, jetzt wo die Sonne mal wieder rauskam. Und das ist schon sehr, sehr praktisch und auch wirklich gut, denn ihr könnt euer Display echt bei super Sonneneinstrahlung am Tage draußen in der freien Natur spitzenmäßig ablesen. Da hat Apple was Gutes getan. Das finde ich auf jeden Fall super als neuen Step hier in diesem Telefon. Ja, die Notch ist anders als beim iPhone 13 Pro. Das Ganze nennt sich jetzt Dynamic Island und Apple hat es geschafft, da wirklich auch eine Innovation an den Tag zu legen. Wir haben hier eine uns verändernde Notch, wie man sieht. Und das finde ich ist wirklich praktisch gelöst, weil wir können jetzt die Notch interaktiv benutzen. Widgets können da angezeigt werden. Ihr seht, mit wem ihr telefoniert, was ihr gerade am Handy macht und so weiter und so fort. Ihr seht, dass das Ganze ist ein bisschen in das Display reingekommen. Das hat auch Nachteile, zu denen komme ich auch gleich.
Ansonsten die Vorteile, die finde ich sehr, sehr gut. Ihr habt also wirklich hier die Möglichkeit, diesen Bereich des Displays, der ja früher eigentlich ungenutzt war, aktiv zu nutzen. Das hat Apple sehr, sehr gut gemacht. Der einzige Nachteil, den ich erfahren konnte, ist, wenn ihr 18:9 Videos euch auf dem Handy anschaut, dann ragt die Notch in das Video mit rein und das sieht unschön aus. Das gleiche gilt auch für große Fotos. Das ist nun mal so. Wenn man 16:9 sich auf dem Handy anschaut, ist aber alles gut. Dann hat man links und rechts ein schwarzes Bild, einen schwarzen Streifen und ihr könnt euer Video absolut normal genießen. Die Notch ist nicht zusammenhängend, die ist geteilt. Man hat also hier schwarze Pixel benutzt, um das wie eine Dynamic Island aussehen zu lassen. Es gab schon welche, die haben von einem Zäpfchen gesprochen, aber das wollen wir hier mal nicht so unbedingt sagen. Sie ist innovativ und ich freue mich darauf, dass die Hersteller ihre Apps dort anpassen, sodass ihr immer wieder seht, wenn ihr etwas nutzt am Handy, wenn ihr im Hintergrund was laufen habt, wenn ihr eure Kopfhörer verbindet, es wird alles in dieser neuen Notch angezeigt und das hat Apple wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde das sehr innovativ, das freut mich. Ja, kommen wir mal zu dem Thema Always On Display. Auch das hat Apple mittlerweile gemacht und ihr habt die Möglichkeit, euch das in den Einstellungen separat an- und auszuschalten. Einige sagen schon wieder, das kostet ein bisschen Strom. Andere finden das vielleicht gut, dass man immer jetzt aktuelle News und die Zeit, Wetterdaten etc. pp. Ablesen kann. Ich persönlich finde das auch sehr gut. Mir hat das auch zugesagt, aber ich habe es mittlerweile wieder abgestellt, weil ich der Meinung bin, es klaut einfach ein bisschen zu viel Akku. Und das muss ja nicht so sein. Was Apple auch neu gemacht hat, ist das Anpassen der Screens für den Sperrbildschirm und für den Home-Bereich. Ihr habt also hier die Möglichkeit, jetzt prima selber rumzuspielen. Es ist ein bisschen kompliziert zum Anlegen, soll sich aber mit einem neuen iOS-Update dann beheben. Und ihr könnt Informationen, die euch wichtig sind, jetzt immer auf dem Display anzeigen lassen. Das hat Apple also auch gut gemacht. Von daher gibt es da auch einen Daumen nach oben. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ein wichtiges Update, was das iPhone 14 Pro bekommen hat, ist mit Sicherheit der A16 Bionic Chip. Also hier hat Apple versucht, nochmal eine Schippe draufzulegen. Das ist eine CPU, die im 4-Nanometer-Verfahren hergestellt worden ist und von daher sehr, sehr schnell ist. Ich habe das Ganze mal laufen lassen und ich blende euch das jetzt so mal ein bisschen ein. Die Benchmarks im Schnellverfahren zwischen iPhone 13 und iPhone 14. Apple spricht so von 20% mehr. Ich bin so auf, 15-17% gekommen, aber das ist im Gegensatz zum iPhone 13 Pro doch ein deutlicher Performance-Sprung, denn das iPhone 13 Pro mit dem A15 Bionic war schon wahnsinnig schnell und das iPhone 14 Pro legt einfach nochmal eine Schippe drauf. Ja, was soll ich euch sagen? Bei der CPU, die wir jetzt hier haben, also bei dem Chip, handelt es sich um ein 6-Core-CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienzkernen. Und ihr habt die Möglichkeit für eure grafischen Anwendungen und Spiele 5 Kerne zu nutzen. Und das ist, denke ich mal, Performance satt. Zwei Sachen, die man noch erwähnen sollte, die zwar jetzt nicht so super spektakulär sind, aber trotzdem ein gutes Feature mit sich bringen, ist einmal, dass die Face ID jetzt auch in diesem Modus möglich ist, das Handy zu entsperren. Und das geht sogar richtig, richtig gut. Ihr seht das, zack, das Handy ist entsperrt. Und die zweite Sache ist, dass Apple jetzt einen Unfallschutz mit in das Handy integriert hat. Das heißt also, seid ihr in einem Sturz, in einem Autounfall verwickelt, dann macht das Telefon Folgendes. Entweder setzt es selbstständig einen Notruf ab, wenn ihr nicht mehr reagieren könnt, oder es wartet erstmal, bis ihr vielleicht reagiert und sagt, hey, es ist alles in Ordnung, Notruf abbrechen. Sollte das nicht der Fall sein, dann ruft das Handy automatisch Hilfe und das finde ich sehr, sehr gut. Das ist sicherlich ein Feature, was wir alle nie testen wollen und von daher hoffe ich, dass ihr auch das niemals testen müsst. Bevor wir zu der meiner Meinung nach größten und wichtigsten Upgrade-Geschichte kommen bei dem iPhone 14 Pro, unterhalten wir uns nochmal ganz kurz über den Akku. Apple sagt, 23 Stunden kannst du mit dem Teil Video schauen. Ich persönlich habe das jetzt wirklich folgendermaßen getestet. Ich habe das Handy über Nacht aufgeladen und es war bei 100% am Morgen. Meistens so gegen 6 Uhr habe ich das Handy vom Stromnetz getrennt und bin dann einfach durch den Tag marschiert mit meinen normalen Anwendungen. Also telefonieren, WhatsApp, Facebook und YouTube schauen und. Und ja, man kommt über den Tag, aber mehr auch nicht. Ich bin der Meinung, da hat Apple auf jeden Fall noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Die Akkus sollten in Zukunft definitiv besser werden, sodass hier man wirklich
wesentlich länger mit dem Handy unterwegs sein kann. Bei den Macs sieht das ein bisschen anders aus. Da habt ihr ein bisschen mehr Performance und ein bisschen mehr Akkukapazität. Das Pro ist okay, aber es ist jetzt nicht herausragend oder weltbewegend. Eine Sache mal ganz ehrlich gesprochen, wir sehen hier unten immer noch einen Lightning-Anschluss. Das finde ich sehr, sehr traurig, dass Apple es nicht geschafft hat, hier diesen Anschluss zu wechseln und auf den USB-C-Standard zu gehen, aus dem ganz einfachen Grund. Wir haben die Möglichkeit, mit diesem Handy hervorragende Videoaufnahmen zu machen, gerade in ProRes, und die Datenmengen sind sehr, sehr groß. Und wir wissen alle, Lightnings Übertragungsgeschwindigkeit hat irgendwann ein Ende und da gibt es ein Limit und das dauert sehr, sehr lang. Nichtsdestotrotz kommt auch noch hinzu, dass das Laden über den Lightning-Anschluss auch ein bisschen länger dauert, als das bei anderen Herstellern von Handys nun mal gang und gäbe ist. Thema MagSafe funktioniert relativ unspektakulär. Das geht also genauso gut wie beim iPhone 13 Pro. Leider ist es nicht möglich, vom Handy aus ein anderes Teil zu laden, unter anderem vielleicht eure Kopfhörer oder wie auch immer. Das geht leider noch nicht. Was Apple auch noch gut gemacht hat, Apple hat eine neue Farbe für das iPhone 14 Pro mit rausgebracht, nämlich das Dunkellila, und ja, es gibt das Space Schwarz jetzt. Ansonsten gibt es wieder Silber und ich habe hier die Gold-Variante. Ich mag diese Farbe sehr gern. Also ich hatte schon öfters das iPhone mit Gold und von daher habe ich mich wieder entschieden für das Gold. Ich habe mir aber auch schon sagen lassen, dass viele zufrieden sind, die jetzt sich auf dieses Lila gestürzt haben. Von daher, okay, das ist Geschmackssache. Wie gesagt, vier Farben haben wir. Das ist in Ordnung. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Wichtigsten, was meiner Meinung nach am allerbesten gelungen ist. Das ist nämlich das Kamera-Update für das iPhone 14 Pro. Und hier haben wir jetzt mittlerweile die Möglichkeit, Bilder mit einer Auflösung von 48 Megapixel zu schießen. Also das ist schon mal cool. Was neu ist, ist auch der Videomodus für den, also der Kinomodus im Videobereich. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das Ganze in einer höheren Auflösung zu machen und aufzunehmen. Das sieht dann natürlich ein bisschen geschmeidiger aus und das Ganze wirkt auch ein bisschen dynamischer und voller. Ich muss euch da ganz ehrlich sagen, die Kameralinsen sind schon sehr okay, weil das sehr, sehr natürlich rüberkommt, was das Handy hier einfangen kann. Was mir noch gut gefallen hat, ist der Action-Mode im Videobereich. Also da bin ich ganz ehrlich, da seht ihr jetzt ja auch so hier gleich die Videos dazu, denn ich war in der Natur draußen und habe mir einfach mal die Aufgabe gestellt, nimm das iPhone 13 mit, also das Pro mit, mache Fotos, mache Videoaufnahmen ohne Action-Mode, also das Normale, was im iPhone 13 möglich ist. Vergleiche das Ganze mal mit dem Action-Mode. Und jetzt werden sicherlich einige sich die Frage stellen, was ist dieser Action-Mode? Apple hat es geschafft, hier durch Sensoren, durch gyroskopische Sensoren, eine Art Gimbal in das Handy einfließen zu lassen. Somit habt ihr wirklich die Möglichkeit, aus der Hand raus Videoaufnahmen zu machen, die nicht verruckelt werden. Also das ist wirklich eine super Sache. Ich habe das echt ausgiebig getestet und war so positiv überrascht. Das ist wirklich eins meiner wichtigsten Highlights, denn ihr könnt damit einen Stream machen. Ihr könnt ein Selfie-Video aufnehmen. Ihr könnt unterwegs sein in der Natur, ihr könnt laufen, ihr könnt rennen und trotz alledem habt ihr stabile Videoaufnahmen und das ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Punkte beim Kamera-Update. Davon mal ganz abgesehen, dass man den Sensor vergrößert hat, dass man jetzt also 4 Pixel auch zu einem nimmt, somit auf 48 Megapixel kommt und dass die Lowlight-Performance um 65% besser ist. Für Nachtaufnahmen ist das eine feine Sache. Die Bilder, die Fotos wirken klarer, sie wirken detailreicher und sie wirken auf jeden Fall natürlicher als beim iPhone 13 Pro. Das hat Apple wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber schaut euch jetzt selber hier mal dazu meine Aufnahmen an. Der Laie wird wahrscheinlich nicht mal unbedingt einen Unterschied zwischen den einzelnen Fotos sehen, aber ich verspreche euch, habt ihr diese Bilder auf eurem Rechner und ihr zieht sie mal richtig groß, dann sieht man auf jeden Fall den Unterschied. Das iPhone 14 Pro wirkt hier wesentlich dynamischer, wesentlich sauberer und wesentlich klarer im Detail.
Ja, ihr habt die Videos jetzt gesehen. Also wie gesagt, das ist schon okay. Da gibt es nichts zu meckern. Zumal ja Apple auch noch ein bisschen in den Kameraeinstellungen rumgespielt hat und das Ganze hier auch mit einer Variante von 0,5, 1, 2 und 3 mal Vergrößerung jetzt gibt. Okay, jetzt sagt ihr euch, wir haben nur drei Linsen und ich habe jetzt hier so viele Vergrößerungsvarianten. Das hat schon alles Hand und Fuß. Die Übergänge diesmal sind fließend, also nicht wie beim Anfang des iPhone 13 Pro mit der iOS 15 Variante, wo wir so ein Hopping hatten der Linsen. Das hat Apple diesmal sehr gut hinbekommen. Das Ganze ist smooth, das ist sauber. Ich habe das getestet, weil das war mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich das als erstes teste. Und das hat Apple diesmal wirklich gut gelöst. Also von daher gibt es keine Probleme. Es gibt aber noch mit Fremdsoftware so ein bisschen Probleme mit der Kamera. Also da solltet ihr auf jeden Fall auf das nächste große iOS-Update warten. Apple hat das schon angekündigt. Die haben das also schon auf Fokuskanal sozusagen gelegt und die arbeiten dran, dass man auch mit Fremd-Apps dementsprechend sauber die Kamera nutzen kann. Insta ist da ein ganz großes Problem gewesen, dass man, wenn man Insta-Story gemacht hat, dass die Kamera einfach nicht so richtig wusste, was los war und dann fing das an zu ruckeln. Apple hat sogar gesagt, liebe Leute, wenn ihr so ein Problem habt, bitte, bitte die Kamera in der App nicht mehr benutzen. Das könnte da zu Hardware-Schäden kommen. Das ist möglich. Viele haben dann die Möglichkeit, auch ihr Handy wieder zu tauschen, aber das Ganze soll wohl mit einem Software-Update behoben werden. Von daher müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Ich persönlich habe die Probleme nicht. Gott sei es gedankt, bei mir haut alles hin. Fremd-Application funktionieren bei mir sehr, sehr gut und von daher toll. Ein bisschen erstaunt war ich über die Blenden. Da hat Apple bei einigen Linsen die Blenden nach oben korrigiert. Trotz alledem kriegt das Ganze sehr, sehr viel Licht. Ihr habt das ja auch im Video jetzt gesehen. iPhone 13 Video war ein bisschen satter und dunkler. iPhone 14 Pro Video war ein bisschen heller, ein bisschen natürlicher, so wie man es eigentlich auch draußen sieht. Also da seht ihr, dass die Software nicht unbedingt so doll rein bricht, um das Ganze hier wieder mit etwas mehr Farbe zu versehen. Das kann man im Nachgang noch bearbeiten, das ist gar kein Problem. Von daher, die ganzen Spezifikationen sind ja überall im Netz auch zu finden, wenn man sich das durchlesen möchte, gerade was die Kamera angeht. Ich finde das Update sehr gut gelungen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die 48 Megapixel machen Sinn, wenn man mal etwas super möse, also das ist einfach so, wenn man es wirklich super fotografieren will, dann 48 und dann RAW und dann kann man das auch wunderbar in Lightroom dann nachbearbeiten. Von daher ist das prima. Ansonsten machen natürlich die 12 Megapixel Aufnahmen auch weiterhin Sinn, denn die sehen gut aus, das passt alles und für den durchschnittlichen Hobbyfotografen absolut ausreichend. Ohne dass ich jetzt euch dazu nahe treten möchte, klar, der Profi, der freut sich, dass er so eine Möglichkeit jetzt hat. Da hat Apple was Gutes getan, von daher gibt es da auch keine Kritik. Ja, und das waren meine wichtigsten Punkte, die ich in dem Review getestet habe, die ich auch ansprechen wollte, weil es ist ja von der Sache her fast ein identisches Telefon wie das iPhone 13 Pro. Ja, es ist ein bisschen größer, aber die Form ist so gut wie gleich geblieben. Das Display ist minimalistisch verbessert, die Sensoren sind verbessert. Es ist jetzt nicht der Riesensprung vom iPhone 13 Pro zum 14 Pro. Es sind Neuerungen da, die mir gut gefallen haben und die habe ich euch dargelegt. Und wenn ich jetzt ein Fazit abgeben sollte, ist das Ganze hier ein gutes Handy? Natürlich. Qualität brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die war bei Apple immer schon spektakulär gut und das hat man auch hier im iPhone 14 Pro weitergeführt. Es ist ein schönes Handy. Es ist sicherlich auch ein Hingucker, keine Frage. Die neuen Sachen, die ich euch genannt hatte, die machen Sinn. Die sind auch toll. Die möchte man auch unbedingt haben. Aber jetzt komme ich mal ganz ehrlich dazu, euch zu sagen, wenn ihr ein iPhone 13 Pro euer eigen nennt, lohnt sich der Umstieg aufgrund der gestiegenen Preise absolut überhaupt nicht. Also wenn ihr nicht super Fotografen und Video-Content-Creator seid, braucht ihr das definitiv nicht, denn das iPhone 13 Pro ist A noch wahnsinnig schnell, B macht es sehr, sehr gute Aufnahmen im Video- und Fotobereich. Und von daher wüsste ich jetzt nicht, warum man wegen der Dynamic Island unbedingt umsteigen muss oder soll. Wenn jemand natürlich das unbedingt haben will, na klar, dann gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung, weil das Handy ist gut, das macht Spaß. Es ist auf jeden Fall das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, würde ich als Normalsterblicher, ich sage das jetzt wirklich mit Anführungsstrichen, ein neues Handy kaufen, wenn ich das iPhone 13 Pro hätte? Nein, ich würde es nicht. Ja, ich würde sogar sagen, dass selbst die User des iPhone 12 Pro überlegen sollten. Lieber mal noch ein Jahr warten, sich das Geld beiseite legen, vielleicht für andere Zwecke benutzen, weil es ist meiner Meinung nach echt viel zu teuer geworden. Leider kommt es natürlich hier wieder in Europa.
Das muss man auch sagen, ja, die Preise in den Staaten sind da etwas anders und etwas besser als hier bei uns. Wir bezahlen etwas mehr an Euros und das finde ich sehr, sehr schade. Ich hoffe, Apple zieht mal irgendwann die Preisbremse. Klar, die wollen Geld verdienen, ganz klar. Die wollen auch Gewinne machen, auch das ist ganz klar. Aber der Kunde muss es auch irgendwann mal noch bezahlen können. Deshalb würde ich sagen, vom Wirtschaftlichen her, wenn ihr ein iPhone 13 Pro habt, lohnt sich der Umstieg nicht. Für alle diejenigen, die jetzt mit 11er, 10er, XS etc. pp. Unterwegs sind und ihr wollt euch ein neues Handy kaufen, ein tolles Handy, gibt es nicht zu meckern, lohnt sich auf jeden Fall. Ihr werdet viel Freude haben mit der Kamera, ihr werdet viel Freude mit der Dynamic Island haben, die macht wirklich Spaß. Das ist alles ganz, ganz klasse und die Features, die sie reingepackt haben, im Gegensatz zu den Handys, die jetzt unter der Generation 12 sind, lohnt sich auf jeden Fall der Umstieg. Ja, dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen, war wieder ein ausführliches Review. Wenn das so sein sollte, ihr Lieben, dann ganz, ganz wichtig, Daumen nach oben, da würde ich mich freuen. Und ganz wichtig ist auch, den Kanal zu abonnieren, so dass wir den YouTube-Algorithmus mal ein Schnäppchen schlagen und ich vielleicht doch nochmal wieder die 5000 Follower hier auf meinem Kanal begrüßen könnte. Das wäre toll, würde mich freuen. Ja, ihr wisst ja, nach der Umstellung des Kanals ging es erstmal tierisch bergab. So langsam erholt sich das Ganze wieder und da freue ich mich, dass auch viele wieder den Weg hierher finden. Und ihr habt Lust auf weitere Videos, das habt ihr mir signalisiert. Das ist prima und so soll es auch weiterhin bleiben. Ja, wer Lust und Laune hat, der kann mir auf Twitch folgen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und da findet ihr auch noch den ein oder anderen interessanten Amazon Affiliate Link. Das sind Sachen, die ich benutze, die ich teste und wo ich auch der Meinung bin, dass es für das Geld, was sie kosten, dass es ein gutes Produkt ist. Also wer da Lust und Laune hat, mal was drüber zu bestellen. Ihr würdet den Kanal unterstützen, sage ich danke an der Stelle. Und dann sind wir am Ende mit dem Review des iPhone 14 Pro. Bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Video.